Hallo, ich bin's wieder. Wenn ich mich bei Ihnen im Wohnzimmer so umschaue, sehe ich mindestens zwei Dinge, für die ein Mann verantwortlich ist. Wer das ist und wie er einer der reichsten Europäer wurde, das sehen Sie jetzt in unserer Rubrik. Wer ist eigentlich? Geboren 1926, wächst dieser Junge im Norden Europas auf. Sein deutschstämmiger Vater besitzt ein Stück Wald. Mit Holz wird auch sein Sohn später zu tun haben. Die Familie ist nicht arm, aber spart, wo sie kann. Dieser Gedanke bestimmt jeden Schritt des Kleinen, bis heute, wie wir später erfahren werden. In der Schule kommt er nicht gut zurecht. Wegen seiner Schreib- und Leseschwäche ist er eher ein schlechter Schüler. Unser Gesuchter interessiert sich kaum fürs Lernen und genauso wenig für seine Mitschüler. Lieber spielt er mit seinen unsichtbaren Freunden, zwei Indianern. Tagelang verbringt der fantasievolle Junge mit diesen Fantasiegestalten seine Zeit. Seine Kreativität und der Mut, Visionen in die Tat umzusetzen, das wird später sein gesamtes Geschäftsleben definieren. Für seine Altersgenossen ist der Junge ein Sonderling. Schon als Kind beweist unser Gesuchter einen guten Geschäftssinn. Er angelt Fische, um sie später zu verkaufen, und bessert so sein Taschengeld auf. Später wird er mit seinen Geschäften Millionen verdienen. Aber noch verkauft er kleine Fische und andere Kleinigkeiten in der Nachbarschaft. So verdient er sich Geld dazu. Jahrelang, bis er mit 17 Jahren in einer Garage ein Unternehmen gründet, das heute milliardenwert ist. Dafür benötigt er die Unterschrift seines Onkels, weil er noch nicht volljährig ist. Außerdem 10 Kronen Gebühr. Mit diesen beiden Dingen beginnt sein steiler Aufstieg. Die Geschäftsidee damals ist noch eine andere als heute. Er verkauft Krimskrams, Streichhölzer, Kugelschreiber oder Nylonstrümpfe. Der Clou? Der örtliche Milchmann nimmt die Päckchen mit, wenn er die Milch ausliefert. Dazu verteilt unser Gesuchter Broschüren, auf denen er seine Waren zeigt. Diese Idee seines Katalogs hat heute eine jährliche Auflage von 130 Millionen Stück. Ende der 1930er Jahre legt sich ein Schatten über Europa. Auch über Skandinavien. Unser Gesuchter ist mittendrin. Er tritt einer Nazi-Organisation bei. Jahrzehntelang weiß niemand davon. Als dieses dunkle Kapitel Mitte der 90er Jahre ans Licht kommt, entschuldigt er sich. Heute hat ihm die Öffentlichkeit verziehen. Der Krieg ist zu Ende. Die Zeichen stehen auf Aufbau. Die Menschen bauen Häuser, richten sich neu ein und Versandhäuser für Möbel schießen wie Pilze aus dem Boden. Unser Gesuchter kopiert diese lukrative Idee und nimmt ebenfalls Möbel ins Programm. Nicht mal der Militärdienst kann ihn bremsen. Monatelang gibt er alles für sein Unternehmen. Tagsüber rackert unser Mann sich ab. In der Nacht entwickelt er eigene Möbel. Die sind schlicht und vor allem günstig. Um Versandkosten zu sparen, bietet unser Gesuchter die Möbel zum selber Zusammenbauen an. Das macht die Möbel noch billiger. Praktisch und günstig. Das Erfolgsrezept bis heute. 1958 stößt sein Unternehmen in neue Sphären vor. Unser Gesuchter eröffnet das erste Möbelhaus in seinem Heimatdorf. Endlich gibt es die Versandmöbel zum Anfassen. Riesige Hallen, kaum genug Ware. Das sieht heute anders aus. Trotzdem ist schon sein erstes Möbelhaus ein Erfolg. Um Kunden aus dem ganzen Land anzulocken, baut unser Gesuchter gleich noch ein Restaurant und ein Hotel neben sein Möbelhaus. Das Unternehmen entwickelt sich weiter, jahrzehntelang. Bis Anfang der 1970er Jahre expandiert der Unternehmer vor allem in seiner Heimat, Schweden. Doch unser Gesuchter will noch mehr. 1974 baut er das erste Möbelhaus in Deutschland. Heute gibt es seine Möbelhäuser sogar in China. Seine Möbel kommen überall gut an. Überall? Nein. 1986 der Rückschlag.
alle Filialen in Japan schließen. Angeblich sind die Möbel zu groß. So hungrig wie er auf den Erfolg ist, sind auch seine Kunden. Und so ist seine Firma ganz nebenbei eine der 10 größten Foodketten der Welt. Möbel kaufen als Event. Nicht nur mit Einrichtungen lässt sich Geld verdienen, auch mit Essen. So bringt unser Gesuchter ein skandinavisches Fleischgericht zur weltweiten Berühmtheit. Auch Bleistifte verteilt er auf der ganzen Welt. Und die sind kürzer als anderswo. Angeblich sind sie so kurz, weil das logisch Geld spart. Wie er es von seinem Vater gelernt hat. So sparsam ist er angeblich auch privat bis heute. Es heißt, der Milliardär kauft beinahe alles auf dem Flohmarkt, vor allem seine Kleidung. Natürlich feilscht unser Gesuchter bei jeder Gelegenheit. Doch damit nicht genug. Nachdem ihm feierlich der Businessman of the Year Award verliehen wurde, nimmt er, so erzählt er gern, den Bus nach Hause. Das ist günstiger und passt gut zum Image des sparsamen Unternehmers. Sorgfalt fürs Detail und Sparsamkeit hat er an seine Kinder weitergegeben. Heute leiten seine Adoptivtochter und seine 3 Söhne den weltweiten Konzern. Doch auch mit 90 mischt sich der Papa weiter ein. Seine Leseschwäche soll übrigens der Grund sein, warum seine Möbel einfache Namen haben. Billy und Co. haben den schwedischen Unternehmer reich gemacht. Ingvar Kamprad vom Hof Elmtarit in Agunnaryd, der IKEA-Gründer.